Freunde, es geht mal wieder um Louis, Louis Vuitton. Ja, der neue Duft Louis Vuitton Lovers. Yes, aber ich habe ihn nicht gekauft. Nein, ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe von einem Kumpel auch wieder, der auch mir eine Abfüllung von Invictus Aqua 2024 fertig gemacht hat, habe ich auch den Louis Vuitton Lovers. Ja, tatsächlich habe ich diesmal nicht blind gekauft, weil ich mir nicht sicher war. Auch deswegen, weil er nach Santal 33, glaube ich, riechen soll. Und ich kenne den noch nicht, aber alles, was so in diese Richtung geht oder so wie der ist, ist bei mir ein bisschen schwierig. Und deswegen hatte ich oder habe ich eine Abfüllung bekommen und habe sie getestet. Und werde euch erzählen, ob er genauso gut ankommt wie diese beiden hier. Afternoon Swim, das prickelnde Wasser oder Imagination? Ja, das ist die Frage. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. So, erstmal, ihr habt es schon mitbekommen, ich habe einen neuen Kanal, Fragrance-Talk privat, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Folgt mir dort mal bitte. Ja, da gibt es sehr coole, interessante, verschiedene Videos in ferner Zukunft. Da sind auch schon ein paar hochgeladen worden, wer das noch nicht mitbekommen hat. Und für alle Neuen hier, natürlich mir ein Abo dalassen. Das wäre natürlich sehr nice. Muss nicht, aber es wäre cool. So, Louis Vuitton Lovers. Ich habe ihn getestet und ja, also es ist mein Eindruck, ich habe ihn getestet einen Tag und das Ding ist, ich weiß es noch nicht, ob ich ihn kaufen werde, so, und ob man den braucht. Es ist, wenn man ihn aufsprüht, es ist zitrisch, es ist sehr würzig, es ist holzig, es ist grün, es ist ein schöner Flakon. Ich habe den jetzt noch nicht live gesehen, aber soll sehr schön sein. Und werde ihn mal hier einblenden, hier, so, hier. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, also wenn ihr ihn aussprüht, ist er sehr, sehr würzig. So, an Anfang aber nur. Das bleibt auch nur in der Kopfnote, dann wird er entspannt. Ne? Man darf auch nicht vergessen, das wird jetzt kein Beast Mode Monster werden. Da gibt es von Louis nur ein oder ein, zwei. Und ja, auf jeden Fall, es ist kein schlechter Duft. Der Ingwer knallt meiner Meinung nach richtig raus, ne? Das, wer Ingwer-Düfte mag, ich habe eigentlich nichts gegen Ingwer, ihr wisst ja, 44 Gerard Street, werde ich mal einblenden, hätte ich jetzt auch in die Hand nehmen können, aber lassen wir so stehen. Das ist auch ein Ingwer-Duft, geil, es ist auch ein Y, das Eau de Parfum ist auch ein Ingwer-Duft, sehr synthetisch, aber es ist Ingwer, man merkt das. Hier ist die Ingwer-Note anders. Er kostet viel Geld, das wissen wir, es ist, ich weiß nicht, man, also es, wie gesagt, er ist grün, zitrisch, er bleibt dann auch so, das ist alles, was heißt, er bleibt dann so, als Anfang, wie gesagt, das Würzige ist sehr stark am Anfang, vielleicht auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen oldschool, das ist so ein bisschen neu und alt mit drin am Anfang, wie gesagt, der holzig durch das Sandelholz, es ist Bergamotte, das Zitrische in dem Fall und ja, es ist schwierig, der Duft. Also, wie gesagt, ihr habt es ja gelesen, also, ja, braucht man nicht. Jedenfalls am Anfang nicht. Vielleicht kann das sein, dass das noch mehr, dass das noch kommt, aber auf jeden Fall, die abzulösen, die ich gerade in die Kamera gezeigt habe, das wird schwer. Also, das wird schwer. Vor allen Dingen, also, ich gleich mal vorweg, das habe ich aber auch nicht erwartet. Das muss man auch nicht erwarten. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, den Imagination kann der gar nicht schlagen. Das ist so wie, und das ist kein Diss, aber das ist so wie, Creed kann Aventus nicht mehr schlagen. Es gibt einfach von diesem Hype, Imagination ist der Sommerduft schlechthin der letzten Jahre und das wird es auch erstmal bleiben. Selbst Afternoon Swim, wenn er nicht so stark, obwohl er nicht so lange hält und nicht so stark ist, einfach aber ein, er hat einen Namen, er steht für was und das ist so, was ich bei Lovers schwierig finde oder noch nicht so habe. Es ist ein schöner Duft, also keine Frage, ne? Aber da muss man sehen, das kann sich sehr schnell ändern. Es kann sich einfach nach einer Weile ändern und so weiter. Ich habe auch vielleicht noch mal ein neues Video über den Absolut Aventus. Ne, ihr kennt ja meinen, auch gut, ich habe den Duft ja nicht zerrissen, es ging ja auch mehr um den Preis, aber da kommt auch noch mal, da werde ich noch mal was machen zu. Und es ist sehr interessant, daran sieht man, dass es eben, dass das auch ändern kann und warum, weshalb vor allen Dingen, ganz wichtig, aber das später.
Auf jeden Fall, der Duft kostet 285 Euro oder 280 Euro. Wie gesagt, OVP oder beziehungsweise den Flakon habe ich noch nicht gesehen. Live, so schaut er natürlich geil, soll so ein bisschen glänzend sein. Ist natürlich cool. Es ist auch ein Duft, sag ich mal, natürlich für den Sommer oder fürs ganze Jahr. Er ist jetzt nicht brachial, aber er hält gut. In Endeffekt, ich habe einige Louis Vuitton-Düfte. Ich finde sie gut. Vielleicht wird er irgendwann nochmal, vielleicht doch in meine Sammlung wandern. Das ist aber das, was ich nicht im Moment aktuell sagen kann. Aber ja, wer was Würziges macht, wer was Zitrisches macht, wer was Holziges mag, wer so ein bisschen Oldschool, Newschool, dieses Classy haben möchte und so weiter, am Anfang sehr würzig durch den Ingwer. Wer das mag, ist natürlich sehr gut aufgehoben bei den Lovers, ne? Dann ist man ja schon so gut aufgehoben. Und mehr, was soll man eigentlich noch? Ja, Haltbarkeit ist gut, also wirklich ist es so 7-8 Stunden, das ist in Ordnung, das darf man ja auch nicht vergessen. Da gibt es ja wieder mit dem Afternoon Swim, ist das ein Unterschied. Der ist jetzt nicht so präsent, aber ganz ehrlich, wenn ich hier ran rieche, dann habe ich einen Duft, der einfach, wo man weiß, Louis Vuitton, wo ich weiß, das ist der Duft, dieser Poolduft. Ne? Das ist so wirklich Poolduft. Und als wenn du nachts, wie gesagt, in Pool schwimmst und so weiter. Man weiß es einfach. Das hat der neue irgendwie noch nicht so. Und hier, ja, es ist natürlich auch wegen bei den Lovers auch die DNA von Louis mit. Denn das kommt mit da rein, das darf man nicht vergessen. Aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, ich könnte jetzt auch Nouveau Monde noch nehmen. Es ist zwar jetzt nichts mit Sommer zu tun, aber auch der steht für was. Und Ombre Nomade auch. Der steht einfach für was. Ja, das ist leider nicht so. Ich finde auch schon, früher gab es noch Kaktus. Diesen gelben von Louis, den leider eingestellt. Dann gab es noch den grünen Kaktus etwas. Der war auch geil. Echt schade, dass den hätte ich noch als Flakon übrigens, den japanischen glaube ich da, den kenne ich nicht, habe ich nie leider gerochen, aber den Kaktus hatte ich mal als Probe, habe ich leider nicht gekauft. Ich habe gesagt, es hätte noch Zeit und dann haben sie ihn eingestellt, ja, sehr schade. Also schreibt mal runter, kennt ihr den Lovers, was haltet ihr von denen und wie gesagt, ich kenne seinen Teil 33 überhaupt nicht. Ich habe den noch nicht gerochen, deswegen kann ich den Vergleich nicht ziehen zu Santal 33. Whatever. Und könnt ihr ja mal unterschreiben, ob ihr den neuen Louis schon kennt und was mit den Santal 33, ob man das braucht. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer aktuell Santal 33 ist. Ja, und dann würde ich mal sagen, also im Moment brauche ich ihn nicht. Überflüssig, weiß ich nicht, ob das über... Eigentlich nicht, Louis. Warum? Nein, überflüssig würde ich gar nicht behaupten. Aber im Moment ist er nicht auf der Liste ganz oben bei mir. Aber das, wie gesagt, ich sage ja, ich bringe demnächst nochmal ein Video über den Aventus oder Absolut Aventus nochmal ein Feedback nach ein Jahr, über ein Jahr und so weiter nochmal raus. Da wird nochmal was ganz Interessantes erzählt von mir. Da kann man sehen, das heißt, in ein paar Monaten, in ein paar Wochen, in ein Jahr kann der Louis, oder kann ich sagen, der Lovers ist geil. Er muss jetzt in die Sammlung. Aber aktuell so nicht unbedingt. Also Leute, haut rein, abonniert mich, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.